In der Fußballregionalliga läuft es zu Beginn der Saison eher schleppend für Homburg. Man will eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Im Moment sind die Spitzenplätze der Liga aber schon etwas weiter weggerückt. Parallel zu den sportlichen Ambitionen versucht man im Umfeld einiges umzugestalten, also strukturelle Veränderungen im Verein. Und auch das Stadion wird umgebaut. Jetzt muss die Mannschaft aber wieder in die Erfolgsspur Richtung dritte Liga kommen. Eine gute Möglichkeit heute beim Spiel gegen den Tabellenvorletzten Baunatal. Thomas Wollscheid. Wenn nicht gegen den Tabellenvorletzten Baunatal, gegen wen will man dann den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren? Trainer Christian Tietz glaubt jedenfalls noch an die Aufstiegschance und fordert deshalb ganz einfach einen Sieg von seiner Mannschaft. Dazu ist es aber notwendig, dass man sofort hellwach ist. Und genau das ist Homburg nach 7 Minuten nicht. Tobias Nebe macht ganz clever das 1:0 für Baunatal. Mike Bayer und Torwart Edin Sancakta. Einer verlässt sich auf den anderen und Tobias Nebe ist der lachende Dritte. Diese überraschende Führung will Baunatal sich nicht nehmen lassen. Entsprechend geht das Team zur Sache. Schiedsrichterin Christine Beitinger hat eine Menge zu tun. Am Weltfrauentag hat sie eine gute Leistung gezeigt. Und es fällt ihr sogar auf, dass sich das Tornetz gelockert hat. Reparaturarbeiten Mitte der ersten Halbzeit. Es dauert eine halbe Stunde, bis Homburg sich dem Tor von Baunatal nähert. Mit dem Freistoß von Carsten Lutz. Und Emil Noll. 1,94 ist der groß, nutzt jeden Zentimeter beim Kopfball, scheitert aber an Jerome Reisacher. Über links, über Emil Noll geht jetzt die meiste Gefahr aus. Noll mit gutem Auge sieht Giancarlo Pinner. Homburg glücklos. Sie wollen den Ausgleichstreffer jetzt erzwingen. Mario Klinger. Und das muss jetzt das Tor sein. Nein, Giancarlo Pinner. Mit Verlaub, dieses Ding darf ein Regionalliga-Fußballer auch schon mal im Tor versenken. Baunatal spielt kompromisslos. Seit dem Tor hat man die nicht mehr in der Homburger Hälfte gesehen. Und dennoch Manuel Pfarr. Fast das 2:0 für die Gäste. Trainer Titz gibt jetzt die Richtung vor und die geht eindeutig nach vorne. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Was spielen sich da für Szenen im Strafraum des KSV Baunatal ab? Homburg setzt sich fest. Will unbedingt den Treffer vor der Pause. Und sie machen das Tor durch ihren auffälligsten Emil Noll. Hochverdient der Ausgleich, praktisch mit dem Pausenpfiff. Die Flanke von Kilian. Klinger legt auf und Noll vollendet. Trotz Treffer, die Fans fordern ihren Liebling. Stürmer Dennis Gerlinger und sie werden erhört. Er kommt zusammen mit Alban Ramay. Das bedeutet totale Offensive gegen wankende Gäste. Rund eine Stunde gespielt. Mike Bayer, der zweite Aluminiumtreffer für die Homburger. Und langsam wird Christian Tietz unruhig. Sein Gegenüber Tobias Glöppner, der wittert dagegen einen Punkt. Oder will Baunatal noch mehr? Christian Kentner. Tolle Flugshow von Homburgs Torhüter Edin Sancakta. Dem FC Homburg läuft die Zeit weg. Wird das noch was mit dem ersten Sieg im Jahr 2014? Vielleicht jetzt Ramay? Nein. Es war die letzte Homburger Chance. Wir wollten mit 3 Siegen starten, es sind nur 3 Unentschieden geworden. Heute muss man allerdings sagen, müssen wir das Spiel klar und richtig hoch gewinnen. So viele Einschussmöglichkeiten frei vor der Hütte, wie wir hatten, hat heute nur uns gelingen, dass wir die Chance nicht machen. Die Ansprüche beim FC Homburg sind derzeit jedenfalls größer als die Wahrheit auf dem Platz. Ja, Homburg bleibt weiter sieglos im Jahr 2014 und damit auch in der Blick in der Regionalliga auf die Zahlen des Spieltags. Zunächst die Ergebnisse heute: Kaiserslautern 2, Brücken
0:0. Homburg-Baunatal, wie gesehen, 1:1. Kassel-Worms 1:0. Neckar-Elz-Koblenz 0:0. Mainz-Sonnenhof, Groß-Asbach 0:0. Offenbach verliert gegen Mannheim 0:1. Und Freiburg besiegt Hoffenheim mit 3:1. Tabellenführer der Regionalliga Sonnenhof, Groß-Asbach 47 Zähler vor Freiburg, 45 Punkte. Homburg auf Rang 6 mit 37 Punkten. Die dritte Liga ist da schon ein bisschen in weitere Ferne gerückt. Wir blicken noch auf die Abstiegsränge.